hallo. Moin moin. Ich bin die Alex, falls du mich noch nicht so kennengelernt hast. Ich mache quasi GWA Discoverer und berichte von den Social Media Kanälen für den GWA von unserer Silicon Valley Tour hier. Und genau, wir haben dich ja heute bei LinkedIn besucht. Du hast uns netterweise rumgeführt, uns alles ein bisschen gezeigt, spannende Vorträge gehalten. Und für mich die Frage, spannend, sag ich mal, wäre jetzt, wie bist du in Silicon Valley gekommen, bist du zu LinkedIn gekommen? Ja, erstmal vielen Dank hier für das kleine Interview nochmal am Abend. Ja, eigentlich ganz unkonventionell. Es gibt ja viele Leute, die eine Green Card unbedingt schon immer haben wollten in ihrem Leben. Und für mich war das irgendwie echt Glück. Ich habe für ein Startup gearbeitet in Hamburg und wir wurden dann von Adobe gekauft. Und Adobe hat dann praktisch nach der Akquisition gesagt, hey Christian, willst du nicht in Silicon Valley kommen? Und das war dann irgendwie so eine Entscheidung, das war irgendwie total klar. Ich war mal nach dem Bachelor damals hier kurz und auf so einer Kalifornien-Reise im Prinzip, wie so die meisten Leute das irgendwann mal gemacht haben. Und es war dann immer so ein Ort, wo man gesagt hat, boah, da könnte man mal leben. Meine damalige Freundin, heute Frau, hat dann auch sofort gesagt, geil, machen wir sofort. Dann sind wir hergezogen, dann habe ich hier den Green Card bekommen, 2 Jahre später. Und dann hatte dann in der Tat LinkedIn auf LinkedIn an die Tür geklopft und hat gesagt, hey, Christian, wir suchen nach jemandem, der in Deutschland ein Netzwerk hat. Ich bin ja auch einer der Co-Founder von den Online-Marketing-Rockstars, OMR, diese große Konferenz in Deutschland. Und dann war das irgendwie so eine ganz gute Kombination, dass die jemanden gesucht haben, der in Deutschland das Netzwerk hat, der für Deutschland, für den deutschen Markt halt hier vor Ort arbeitet. Und dann war da halt ein ganz cooler Mensch. Jetzt bin ich seit 2,5 Jahren bei LinkedIn. Cool. Ja, du hattest ja auch gesagt, dass du eh so ein Mensch bist, der gern connected, neue Leute kennenlernt. Dann passt es ja mit LinkedIn auf jeden Fall. Absolut. Ja, ja. Ich kann das immer nur jedem empfehlen. Jeden, den man irgendwo trifft. Ich hatte das vorhin auch schon erzählt. Aber das war in meinem allerersten Job der Fall, dass der Chefredakteur damals meinte, Christian, Stefan Born, viele Grüße, falls er sieht. der hat damals zu mir gesagt, Christian, ich gebe dir einen Ratschlag, füge jeden hinzu, speichere dir die Kontaktdaten ab, so ein alter Journalistentrick. Und das war irgendwie immer so meine Passion, dass ich gesagt habe, hey, wenn man Leute kennenlernt, direkt sich mit den Leuten verbinden. Und das hat mir am Ende des Tages auch den Job irgendwie bei LinkedIn dann beschert. Und wenn ich mir so angucke, andere Leute, die haben halt irgendwie, keine Ahnung, ein MBA von Stanford oder Harvard oder was weiß ich was, in irgendwelchen Top-Elite-Universitäten. Und mein Asset war am Ende des Tages nicht unbedingt meine Universitätsausbildung. Ich meine, ich habe auch irgendwie in Köln studiert und einen Bachelor und so, aber jetzt nichts irgendwie Krasses so vom Namen. Mhm. Und ich glaube, dass das Netzwerk, was ich einfach mitgebracht habe, nachher eben wirklich das Most Valuable Asset war. Ja. Und kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wie kamst du der Connection GWA und OMR Podcast? Also, ja klar, also Michael Trautmann, den ihr ja wahrscheinlich alle kennt, ja, der ist halt ein alter OMR-Freund sozusagen, war schon bei uns häufig auf der Bühne und wir produzieren ja auch seinen Podcast. Mhm. Und als dann eben die Anfrage kam, ob der GWA mit seiner Reise nicht zu uns zu LinkedIn kommen könnte, habe ich mir überlegt, das ist eigentlich jetzt endlich mal der Zeitpunkt, wo ich mal irgendein kleines Event machen kann rund um OMR. Ich bin jetzt seit 5 Jahren hier und bisher haben wir irgendwie nie so richtig was gemacht. Also wir haben nichts gemacht hier vor Ort. Und dann haben wir einfach gesagt, lass uns doch irgendwie einen Networking-Abend machen. Und dann habe ich mir überlegt, weißt du was, frage ich mal den Michael, ob er nicht einen Live-Podcast machen möchte. Und dann haben wir überlegt, wen können wir als Speaker haben, was für eine Location gibt es. Und dann ist irgendwie eins zum anderen gekommen. Und dann sind wir hier zusammengekommen und haben dann irgendwie 100 Leute zusammengetrommelt, die dann heute Abend hier den Abend mit uns verbracht haben. Das war auf jeden Fall ganz nett. Ja, war auf jeden Fall auch ein schöner Abend, der OMR-Podcast-Abend. Und ja, vielen Dank, dass du dir spontan noch so Zeit genommen hast für unser Interview. Klar. Und ja, schönen Abend noch. Ja, vielen Dank fürs Interview. Bis dann, ciao.